der sowjetischen Ausrüstung aufgehalten. Es wurde Zeit, dass ihr aufschließt, Wutz. Das lasse ich mir nicht entgehen. Die Scheißkerle zahlen für den Mord an Lazar. Du kriegst deine Chance. Noch 2 Kilometer bis Olovetsk. An alle Einheiten, EMP unterwegs. Starfischen Anflug. 400 Knoten. Wenn das Baby einschlägt, haben wir maximal 12 Minuten, bevor die Funktürme wieder online sind. Wir müssen die Luftabwehr ausschalten, damit unsere Vögel freie Bahn haben. Nehmen wir Perseus aus dem Funkverkehr. Genau so machen wir das. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty, Black Ops, Cold War. Dieses Mal tatsächlich im letzten Gefecht. Also wenn das jetzt nicht das Ende ist, dann weiß ich auch nicht. Hier geht's auf jeden Fall schon wieder gut ab. Gut ab. Hier geht's ja gut ab. Und natürlich haben wir die... Die dickste Wummer am Start, damit es auch richtig kracht, direkt zum Beginn. In der letzten Episode, die ihr vielleicht gesehen habt, ging es ja richtig schräg daher. Wir haben uns am Ende dafür entschieden, dem Adler doch den richtigen Standort der Bösewichte zu verraten. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob das alles so gut war, wie wir das gemacht haben. Auf jeden Fall richtig nice gewesen, die letzte Mission. Und eben auch richtig nice, dass es doch so krasse Wahlmöglichkeiten hier in der Kampagne gab. Also alleine diese eingepflanzten Erinnerungen, die wir da bekommen haben, dass man da wirklich auch komplett konträr zu dem handeln konnte, was uns gesagt wurde, fand ich schon richtig stark. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie das Ganze ausgeht, weil gerade nach diesen Geschichten da mit den eingepflanzten Erinnerungen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wer hier gut und wer hier böse ist. Wobei es ja eigentlich relativ klar ist, nur allen Leuten Erinnerungen einzupflanzen und vor allen Dingen meinem Charakter hier eine Spritze ins Hirn zu jagen, das ist ja auch alles nicht so nett. Also es ist alles irgendwie einfach nicht so nett. Okay, hier können wir nicht lang. Aber auf jeden Fall hier schon mal richtig viel Drama und richtig viel Action. Gefällt mir sehr gut. Also die Kampagne wirklich, ich kann es nur mal wieder sagen, echt ein Knaller. Leider ein bisschen kurz. Von daher sich das Spiel nur für die Kampagne zu holen. Und dafür ist es dann vielleicht doch ein bisschen teuer. Aber wenn man eben auch Bock auf den Multiplayer hat, kriegt man hier dieses Mal wirklich mal eine richtig satt geile Kampagne dazu. Ja, mache ich, aber erst muss der Raketenwerfer dann weg. Und generell alles, was hier auf mich schießt, muss weg. Und ich bin gespannt, ob wir noch in irgendeiner Form erfahren, was die Nebenmissionen gebracht haben, die wir ja gemacht haben. Ob das irgendwie eine Auswirkung auf das Ganze hat, fände ich auf jeden Fall spannend und kann mir auch gut vorstellen, dass es noch mit reinbringt. Rums die Wumms. Oh. Machen wir. Was haben wir denn für eine Zweitwaffe? Okay. Ein Luftabwehrgeschütz ist erledigt. Das reicht nicht. Ich kann nicht riskieren, zu früh anzugreifen. Wir kriegen nur eine Chance. Glaubst du etwa, ich wüsste das nicht? Sei bereit zu starten, sobald ich es dir sage, Hudson. Wir sind sowas von bereit. Auch schon wieder eine mega geile Location hier. Er sagte ja eben eingangs, dass wir nur knapp 12 Minuten Zeit haben. Ich sehe allerdings keinen Timer hier. Kontakt! Ich hoffe mal, dass das nur storybedingt alles auf Time geht, dass hier nicht im Hintergrund irgendwie noch eine Zeit tickt, dass wir das Ganze ein bisschen unentspannter machen. Aber wir kommen ja gut voran. Also von daher bin ich gerade noch recht zuversichtlich. Oh, das ist ein Dicker. Okay, warte mal. Ich glaube, ich habe noch eine Schrotze. Vielleicht. Alter, der will's aber wissen. Ziel auf den Kopf! Auf den Kopf!
nein. Oh, fuck! Der hat mich von um die Ecke. Von um die Ecke hat er mich gekriegt. Okay, der Soviet Juggernaut. Was es nicht alles gibt im Kalten Krieg. Okay. Jetzt das Ganze bitte noch einmal in Gut. Ja, ein dritter war da noch, das weiß ich. Und ein vierter. So, und jetzt müsste doch schon der Juggernaut kommen. Oder ist es vielleicht doch... Oh, der hat eine Granada geworfen. Ja, ich tue mein Bestes. Immer auf die Rübe. Da! Okay. So war es einfacher. Was hat der für eine Waffe? Was? Okay, so viel zum, zum Limit, zum Zeitlimit. Aber ich glaube, das ist alles storymäßig. Also ich glaube, es gibt hier nicht wirklich ein Zeitlimit. Jedenfalls noch nicht. Uns läuft die Zeit davon. Ich muss Hans in den Schlaf befehlen. Das ist ein großes Risiko, wenn das Geschütz nicht erledigt ist. Vorsicht, schweres MG auf dem Kamm. Ja, hab ich schon weg. Weiter, weiter. Den Bombenangriff. Bestätigt. Hol dein Team daraus, Händler. Wenn wir das Luftabwehrgeschütz nicht ausschalten, haben die Bomber keine Chance. Das geht ja noch. Oh, 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 oh. Habe ich. Bombenangriff steht bevor. Bombenangriff! Bill, die Bomber werden jeden Moment hier sein. Oh mein Gott. Was war das? Baby! Jetzt geht ab! Koordinaten bestätigt. Eine Minute bis zum Bombenangriff. Oh, was? Okay, so viel zum Thema, wir haben kein Zeitlimit. Komm. Das Gebiet ist heiß. Ihr seid zu nah dran. Wiederhole, ihr seid zu nah. Wir müssen weg, sofort. Alter. Geschafft, Mr. President. Sie haben die Atombomben aufgehalten. Gott sei Dank. Und der CIA. Haben Sie Perseus? Nein, Sir. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Und die russische Reaktion? Noch nichts. Wir sehen Anzeichen von Verwirrung. Möglicherweise war es keine offizielle Operation. Perseus hat vielleicht nicht auf Befehl von Moskau gehandelt. Ich werde verrückt. Vielleicht haben wir ja doch etwas gemeinsam. Wir haben ihn gestoppt. Die Türme sind Geschichte. Wie sieht es bei euch aus? Komm! Woods, habt ihr sie gefunden? Hier drüben! Hilf mir mal! Nimm meine Hand, Bert. Wir haben es geschafft. Dies ist eine Nachricht an Perseus und alle, die nach ihm kommen. Wir halten nicht einfach still und hoffen auf das Beste. Wir schaffen das Unmögliche. So gewinnt man Kriege, Bell. Gibt es was Neues über Kasim Javadi? Ja, nach seiner Gefangennahme konnten wir Kasim Javadi überzeugen, dass es in seinem Interesse liegt, für uns zu arbeiten, statt gegen uns. Arash Kadivars Tod bedeutet für Kasim die Chance, selbst Chef des Netzwerks zu werden. Er wird uns mehr über die sowjetischen Aktivitäten im Nahen Osten verraten
Und dank unserer Ressourcen sollte er noch jahrelang in der Lage sein, das örtliche Geschehen zu beeinflussen. Was ist mit Anton Volkov? Nach seinem Tod sahen gewisse Elemente in der DDR eine Chance, den Einfluss der russischen Mafia in Ostberlin zu schwächen. Vor 2 Tagen durchsuchte die Stasi bei einer groß angelegten nächtlichen Razzia die Wohnungen aller Kontakte von Volkov. Männer, Frauen und Kinder waren verschwunden, noch bevor die Sonne aufging. Das ist für die sowjetischen Untergrundaktivitäten in Europa ein herber Rückschlag. Wie lief die Aufräumaktion in Havanna? Wir konnten Agent Azulays Leiche aus der Anlage in Kuba bergen. Präsident Reagan hat persönlich seine Familie kontaktiert und der Sarg ist unterwegs nach Tel Aviv. Wie Sie wissen, ist Helen Park nach London zurückgekehrt. Dort wird sie sich weiter von ihren Verletzungen erholen. Danach will der MI6 ihr einen Einsatztrupp unterstellen, um Perseus aufzuspüren. Was ist mit dem Rest des Teams? Sie sind aus Solowetzki weg, bevor die Sowjets Kräfte zur Untersuchung schicken konnten. Nach einer kurzen Erholung geht's wieder an die Arbeit. Wir haben vielleicht Perseus aufgehalten, aber seine Ratten nisten noch überall um uns herum. Und das verdanken wir einem unserer eigenen Leute. Nicht mehr. Wir haben diesen Hurensohn Eldridge ausgeschaltet, genau wie seine wichtigsten Leute hier in den Staaten. Perseus wird eine Weile brauchen, sich davon zu erholen. Was ist mit Europa? Wir haben nicht nur einen Atomschlag verhindert, wir konnten auch Major Vadim Rutnik ausschalten. Das sollte ein schwerer Schlag gegen das Netzwerk von Perseus in Europa sein. Wir konnten auch 2 von Rutniks wichtigsten Leuten das Klo runterspülen. Einer ist noch da, aber irgendwann landet auch der in der Kanalisation. Wie poetisch, Hudson. Und Bell? Arktische Luft. Mach den Kopf frei, was? Bell, du hast 2 außergewöhnliche Opfer gebracht, um Perseus zu stoppen. Eines davon ohne dein Wissen. Das andere war deine eigene Entscheidung. Das war ja mal hart geil. Es wurde tatsächlich auf jedes Detail eingegangen und jetzt wissen wir auch, diese kleine Sache zwischen dir und mir, dass nur 2 von den 3 Verdächtigen richtig waren. Du bist gottverdammt heldenhaft. Helden müssen Opfer bringen. Und wenn ich dich um noch eines bitte, dann verstehst du hoffentlich. Es war nie persönlich. Oh, what? So. Das war's, würde ich sagen. Fragt sich nur für wen. Auf jeden Fall ein richtig gutes Ende. Ich fand's nochmal richtig nice, dass wirklich jede Mission irgendwie nochmal gerecapped wurde. Wir nochmal mitbekommen haben, dass wir diese Eldritch-Geschichte, die war es, glaube ich, Operation Chaos, da haben wir alles richtig gemacht. In der Roten Zirkus-Operation haben wir doch einen falsch verdächtigt, was ein bisschen schade ist, aber egal. Und es bleiben ja viele Fragen offen. Also man kann tatsächlich hier an diese Story jetzt noch super anknüpfen, da eben ja erwähnt wurde, dass Park sich gerade noch in London erholt und dann eben ein MI6-Team zusammenstellt, um eben noch den Oberbösewicht zu schnappen, den wir ja auch noch nicht gekriegt haben. Und dann die Szene jetzt am Ende lässt ja auch noch viel Raum für Spekulation. Jetzt wäre es natürlich nochmal spannend, das ganze Ding nochmal durchzuzocken, weil es soll ja 3 verschiedene Enden geben, um eben auch noch die anderen Enden zu sehen. Meine Herren, was für eine geile Kampagne, die beste Singleplayer-Kampagne in den letzten Jahren bei Call of Duty auf jeden Fall. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich danke den Paaren, die sich das hier bis zum Ende angeschaut haben, für eure Aufmerksamkeit, für eure Däumchen, für eure Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir sehen uns bald bei irgendeinem anderen Projekt wieder oder hier bei Call of Duty im Multiplayer. Da wird es auch noch den einen oder anderen Stream geben. So, das war's, meine Freunde. Cold War ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.